Herzlich willkommen beim Belimo Wissensseminar. Heute setzen wir unser Basisseminar zum Thema Hydraulik und Ventilauslegung in der Gebäudetechnik fort. Wir legen druckabhängige Ventile gemeinsam aus. Mein Name ist André Emme. Ich bin Planerberater in Norddeutschland und darf Sie heute durch das Seminar begleiten. Wir haben in den vorherigen zwei Seminaren die physikalischen Grundlagen zur Auslegung und die hydraulischen Grundschaltungen kennengelernt. Zum Start des heutigen Vortrags wiederhole ich das bereits durchgenommene kurz. Die Drosselschaltung. Der Volumenstrom ist am Verbraucher und am Erzeuger variabel. Bei der Einspritzschaltung mit dem Zwei-Wege-Ventil ist die Variabilität am Erzeuger und die Konstanz des Volumenstroms am Verbraucher. Bei der Beimischschaltung, bei einem Druckarmverteiler, wir erinnern uns, haben wir ebenfalls diese Kombination. Bei der Einspritzschaltung mit dem Drei-Wege-Ventil sind beide Volumenströme konstant. Bei der Umlenkschaltung ist der Volumenstrom am Erzeuger konstant und beim Verbraucher variabel. So viel zur kleinen Erinnerung an die Grundschaltung. Zu den physikalischen Grundlagen der Ventilauslegung gehört die Formel Q gleich M mal C mal Delta Theta. In diesem Beispiel steht Q für die Leistung. In der Heizungstechnik traditionell in der Einheit Watt oder Kilowatt, also in kW. V meint den Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde. Delta T, die Temperaturspreizung gemessen in Kelvin. C steht für die spezifische Wärmekapazität von Wasser bei einer Dichte von Wasser bei 20 Grad Celsius. Ein weiterer Wert, den wir zur Ventilauslegung benötigen, ist der A-Wert, zum Beispiel eines Wärmetauschers oder eines Tauschers in einer Kälteanlage. Der A-Wert beschreibt die Nichtlinearität der Leistungsabgabe am Wärmetauscher. Beispiel: Bei einem A-Wert von 0,2 haben wir bei halb geöffnetem Ventil, also 50% Durchfluss, jedoch 80% Leistungsabgabe. Wir wollen aber annähernd Linearität herstellen. Das heißt, bei 50% Durchfluss 50% der Leistungsabgabe haben. Wir müssen also der Wärmeübertragerkennlinie eine Ventilbetriebskennlinie gegenüberstellen, die es uns ermöglicht, eine bestenfalls lineare Streckenkennlinie zu erreichen. Haben wir keinen A-Wert zur Verfügung, um die Ventilautorität zu wählen, wie hier bei einem Heizkreis mit undefinierten Verbrauchern wird häufig vereinfacht eine Ventilautorität von 0,5 angestrebt. Also, das heißt, die Hälfte des Druckverlustes im Regelkreis wird in das Ventil gelegt. Ein weiterer Wert, den wir zur Wahl des richtigen Ventils benötigen, ist der KVS und der KV-Wert. Der KVS-Wert entspricht dem Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde bei einem Druckverlust von einem Bar bei voll geöffnetem Ventil. Der KVS-Wert ist also der Herstellerwert, der Katalogwert, den wir Hersteller abdrucken. Der KV-Wert entspricht dem Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde bei einem Druckverlust von einem Bar und einem bestimmten Öffnungswinkel oder einem bestimmten Hub des Ventils. Der KV-Wert ist bei der Ventilauslegung der bei der Ventilauslegung berechnete Wert des Ventils. Nun haben wir alle notwendigen Dinge zur Ventilauslegung im Schnelldurchgang wiederholt. Kommen wir jetzt endlich zur eigentlichen Ventilauslegung. Schritt 1: Wir benötigen den Nenndurchfluss oder Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde.
Dafür nehmen wir in diesem Fall die vereinfachte Formel, um die Leistung zum Beispiel eines Kühlregisters zu berechnen. Im Allgemeinen wird mit dieser vereinfachten Grundformel gerechnet. Als nächstes bestimmen wir den Druckverlust über dem voll geöffneten Ventil. Bei der Drosselschaltung streben wir in diesem Fall an, die Hälfte des Druckverlustes in das Ventil zu legen, also eine Ventilautorität von 0,5. Nun berechnen wir mit Hilfe des Volumenstroms und dem angesetzten Druckverlust den KV-Wert des Ventils. Nach der Bestimmung des KV-Wertes schauen wir anhand der vorhandenen KVS-Werte eines Herstellers, in diesem Falle die der Firma Belimo, ob wir das passende Ventil finden. Haben wir zwei mögliche passende KVS-Werte ermittelt, überprüfen wir die Ventilautorität durch Nachrechnung. Danach treffen wir die Entscheidung, welches Ventil wir einsetzen. Natürlich das Ventil, das am nächsten an der Ventilautorität, die wir wünschen wollen, liegt, zum Beispiel 0,5. Anhand dieses Beispiels mit realistischen Werten möchte ich die Auslegung noch einmal zusammenfassen. Im Schritt 1 haben wir hier einen Wert von 85 kW in dem Kühlregister in diesem Fall, weil die Temperatur 6 und 12 weist darauf hin, dass wir eine Kühlleitung haben. Das heißt, wir haben ein Delta T von 6. In Schritt 1 setzen wir dann die 85 kW auf den Bruchstrich. Unter dem Bruchstrich kommen die 6,12 und das Ganze nehmen wir mal 0,86. Hier haben wir also einen Volumenstrom von 12,2 Kubikmeter pro Stunde. Im Schritt 2 setzen wir die 20 Kilopascal Druckverlust ein, weil wir in Schritt 3 bei der vorgegebenen Formel zur KV-Berechnung die 0,2 bar, die den 20 Kilopascal aus Schritt 2 entsprechen, in diese Formel ein. Das heißt, wir brauchen hier für diese Formel die 12,2 Kubikmeter pro Stunde geteilt durch die Wurzel aus 0,2 bar. Das ist die Formel, die wir benötigen, um den KV-Wert zu berechnen. Wir haben hier einen KV-Wert berechnet von 27,3 Kubikmeter pro Stunde. Und ich habe im Katalog nachgeschaut, es gibt keine 27,3er KVS-Werte. Was es aber gibt, sehen wir hier in Schritt 4. Es gibt ein Ventil mit einem KVS-Wert von 25 Kubikmeter pro Stunde und es gibt ein Ventil mit dem KVS-Wert von 40 Kubikmeter pro Stunde. Durch Nachrechnen der Ventilautorität schauen wir, welches Ventil am besten passen würde. Ventil 1 hat eine Autorität von 0,54 und Ventil 2 von 0,31. Also nehmen wir das erste Ventil, das sehr nahe dran liegt an der 0,5, an der Autorität von 0,5, die wir uns berechnet haben. Das ist der Schritt, das sind die 6 Schritte, die wir benötigen, um die Drosselschaltung auszulegen. Wir benötigen also maßgeblich den Differenzdruck über die mengenvariable Strecke. Das ist wichtig. Die 6 Schritte zur Berechnung haben wir hier noch einmal zusammengefasst. Diese 6 Schritte benötigen wir für die Auslegung eines Ventils in einer Drosselschaltung. Wichtig ist dabei, dass der Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf genommen wird. Die gleichen Schritte benötigen wir hier bei der Beimischaltung. Wir haben aber hier, wie man sieht, den Druckverlust oder der Differenzdruck über die mengenvariable Strecke ist beim Regelventil Vorlauf und Rücklauf über die Erzeugerseite. Wir erinnern uns, die Beimischaltung wird eingesetzt bei druckarmen Verteilern. Das ist wichtig zu beachten, dass hier die mengenvariable Strecke
nicht dort sitzt wie bei der Drosselschaltung, sondern ebenso wie hier dargestellt auf dem Bild. Bei der Einspritzschaltung mit dem Zwei-Wege-Ventil sieht es wieder so aus, dass wir den Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf einsetzen. Aber Vorsicht, wir gehen nicht über den kompletten Verbraucher, sondern der Differenzdruck wird zwischen Vor- und Rücklauf genommen und den Bypass, also nicht über den gesamten Verbraucher, sondern über den Bypass wird er gemessen. Ansonsten sind die 6 Schritte wieder identisch. Ja, das Ganze kann man auch mit einem Rechentool erzeugen und muss nicht per Hand und mit Taschenrechner rechnen, sondern es gibt Werkzeuge, um uns diese Arbeit zu erleichtern. Und deshalb möchte ich einmal auf die Belimo-Website gehen und das Auslegungstool, das wir dort haben, einmal nutzen. Wenn man auf belimo.de geht, kommt man auf die Seite und kann hier Produkte auswählen. Dort haben wir dann hier Ventilauslegung und Selektion. Wenn wir dort einmal heraufgehen, dann sieht man hier die verschiedenen Typen bei einer Ventilauslegung. Zum Beispiel kann man hier druckunabhängig oder druckabhängig wählen. Wir sind bei dem druckabhängigen Ventil und wir haben ein Zwei-Wege-Ventil ausgesucht. Wir nehmen Wasser und wollen ein Regelventil nehmen. Hat man diese Parameter ausgewählt, kommt man zu den Daten, die wir eben schon eingesetzt haben. Hier ist ein kleiner Taschenrechner. Dort kann man heraufklicken und da sieht man hier die kW-Zahl. Wir erinnern uns, dass das Kühlregister 85 kW, eine Leistung von 85 kW hatte. Wir hatten eine Temperaturspreizung von 612, also geben wir hier auch 6 Kelvin ein und geben hier berechnen und an das Formular übertragen ein. Man sieht hier, die 12,2 sind hier etwas genauer, hier haben wir 12,19. Wir hatten den maximalen Differenzdruck bestimmt mit 20 Kilopascal und haben eine Ventilautorität von 0,5 vorausgesetzt oder angesetzt. Man hat auch die Möglichkeit, andere Ventilautoritäten einzusetzen. Das ist bei verschiedenen Schaltungen notwendig, aber in diesem Fall, bei der Drosselschaltung, wollten wir die 0,5 nehmen. Also nehmen wir sie hier auch und gehen hier auch ins Formular. Bei unserem Rechenbeispiel haben wir aufgerundet auf 27,3 Kubikmeter pro Stunde als KV-Wert. Hier sind es genauer 27,26. Aber das sind die Daten, die wir eben in unserem Beispiel genutzt haben. Jetzt schauen wir mal, was hier rauskommt. Und auch hier ist ein Ventil mit einem KVS-Wert von 25 gewählt worden oder mehrere. Wir haben jetzt aber die Möglichkeit, aus vielen Ventilen, man sieht ja auf dieser Seite, dass hier grün hinterlegt ist. Das sind alles Ventile, die in Frage kommen mit einem KVS-Wert, der in Frage kommt, aber eben auch mit verschiedenen DN-Größen. Hier zum Beispiel 40, 50, ja, also mit verschiedensten Ventilen. Wir nehmen mal das erste mit einem DN-Größe von 40 und klicken einfach mal hier drauf. Jetzt hat man dieses Ventil ausgewählt. Das hat die richtigen Parameter. Und wir haben jetzt gleich die Möglichkeit, hier Stellantriebe für auszusuchen. Hier sieht man die passenden Stellantriebe für dieses Ventil. Hier sind bevorzugte Antriebe einmal vorgegeben. Zum Beispiel hier ein 230 Volt Antrieb, ein 24 Volt Antrieb, aber auch Bussysteme werden bedient. Ein KNX-fähiger Antrieb, ein Modbus-Antrieb, ein Belimo-eigener MP-Bus-Antrieb oder hier ein stetig regelnder Antrieb. Man hat aber auch die Möglichkeit, spezielle Antriebe zu wählen. Was heißt spezielle Antriebe? Nun, zum Beispiel Antriebe mit der Möglichkeit einer Notstellfunktion oder aber
wenn wir spezielle Anforderungen an die Schutzklasse haben, zum Beispiel bei Tierstallantrieben, ist es nämlich notwendig, dass die ammoniakgeschützt sind. So gibt es hier eine sogenannte Robustline. Also man hat hier 63 Möglichkeiten, verschiedene Antriebe für dieses Ventil auszuwählen. Wir bleiben aber bei unseren Standardantrieben und wählen hier zum Beispiel den NR24A als Standardantrieb aus. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, hier zu wählen, ob wir montiert oder unmontiert diesen Antrieb liefern oder eine Verschraubung dazu kommen soll. Hat man das getan, bekommt man das Ventil und den Antrieb im Doppelpack, ohne sich darum kümmern zu müssen, dass es entweder passt oder nicht. Man hat alles in einer Einheit. Jetzt hat man die Möglichkeit, eine Projektliste zu generieren. Und fügt diesen Kugelhahn mit Antrieb in eine Projektliste ein. So, nun kann man verschiedene Möglichkeiten zur Auswertung. Zum Beispiel kann man sich jetzt eine Excel-Liste generieren, um anzuzeigen, was man jetzt hier hat. Zum Beispiel hier diese Beschreibung und hat alle Möglichkeiten, diese Daten zu nutzen. Das Ganze kann man auch mit einer Auslegungs- oder für Planer eine LV-Liste erstellen, sodass wir hier Möglichkeiten haben, ja, ich sag mal, das Erstellte auch in Arbeitslisten zu übertragen. Man hat hier also viele Möglichkeiten, um Listen zu erstellen. Ja, das vereinfacht die Arbeit ungemein und man braucht nicht mehr mit Taschenrechner und so weiter zu arbeiten. Wir haben also mit der Website und dem Auslegungstool ein prima Werkzeug, um Ventile auslegen zu können. Ja, bei weiteren Fragen, bitte wenden Sie sich an training@belimo.de. Wir sind für Sie da und werden Ihnen alle Fragen beantworten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und auf Wiedersehen.